Der Donnergott in seinem Gewitterkittel. Ein scherzhafter Ausdruck für den Pauker in seinem Frack bei Opern- und Sinfoniekonzerten. Dabei kann der Pauker durchaus auch leise und ganz friedlich sein. Die Vergangenheit des Paukers und seines Instruments ist allerdings kriegerisch. Der Pauker soll ein mutiger Mann sein. Lieber soll er in der Schlacht sein Leben verlieren, als sich mit seinen Pauken gefangen nehmen lassen, hieß es einst, als die Pauker zu Pferde in den Krieg zogen. Pauken waren eine begehrte Beute. In Europa hielt zunächst die Form der Handpauke ihren Einzug. Das war im 13. Jahrhundert. Mitgebracht hatten sie die Sarazenen. Schon die Handpauken traten stets gemeinsam mit den Trompeteninstrumenten auf. Im 15. Jahrhundert kam aus dem Osten über Ungarn die Kesselpauke nach Deutschland. Pauken und Trompeten wurden zu charakteristischen Instrumenten der Kavallerietruppen und des Ritterstandes. Ihre Spieler gehörten seit der Renaissance einer privilegierten Zunft an. Auch wenn die Pauke vor allem ein Kriegsinstrument war, begann man sie bald schon als Ensembleinstrument einzusetzen. Bei Tänzen, Banketten und Konzerten. Später sogar bei so friedlichen Anlässen wie einer Messe. Zum Beispiel Hector Berlioz in seinem Requiem in einer Besetzung von 8 Spielern mit 16 Pauken. Hier die Pauke mit anderen Schlaginstrumenten zusammen in der zeitgenössischen Komposition Rotation von Dieter Einfeld. Gespielt von Studenten der Hamburger Hochschule für Musik unter der Leitung von Michael Petri. Thank you.
einige Entwicklungsschritte des Paukenbaus. Diese Pauke unbekannter Herkunft ist im Berliner Instrumentenmuseum zu sehen. Wegen ihres Aussehens hat man sie Fasspauke genannt. Ihr eher volkstümlicher Charakter unterscheidet sie von den professionell hergestellten Pauken. Deren Korpus war unten stets abgerundet. Das Schlagfell war ursprünglich mit einer Schnur gespannt. Später, so wie hier zu sehen, mit Flügel- oder Hebelschrauben. Mit diesen Schrauben spannte man das Fell nicht nur, sondern konnte es auch in unterschiedliche Tonhöhen umstimmen. Das war allerdings sehr zeitraubend. Um 1800 gelang es durch eine bauliche Veränderung, alle Schrauben mit einer Hauptschraube bzw. einem Hebel gleichzeitig zu verstellen. 80 Jahre später wurde dann die Pedalmaschinenpauke patentiert. Bei dieser Pauke wird der Hebel durch ein Pedal betätigt, falls nötig sogar während des Spiels. Der Paukenstudent Jörg Künzer spielt den dritten Satz der Sonata for Timpani von John Beck, eine moderne Komposition, die ohne die Pedalpauke nicht denkbar wäre. Die Pedalpauke hat die technisch am meisten ausgereifte Form und wird heutzutage vorwiegend gespielt. Dieser Hebel dient zur Feineinstellung des Tons. Die Grobeinstellung, das heißt die Bestimmung der Tonhöhe, geschieht durch das Rauf- und Runtertreten des Pedals. Rauf bedeutet eine schwächere Spannung des Fells, dadurch wird der geschlagene Ton tiefer. Tritt man das Pedal herunter, erzeugt die stärkere Fellbespannung einen höheren Ton. Die Tonlage wird oben am Fellrand auf einer Skala angezeigt. Zum Bau einer Pauke gehören heute rund 100 Einzelteile. Fast alle sind aus Metall. Der Betrieb von Hartmut Winkelmann in Berlin ist einer von nur 5 Betrieben in der Welt, die in Handarbeit, mit maschineller Unterstützung, ausschließlich Pauken herstellen. Beim Paukenbau ist die meiste Arbeit die eines Feinmechanikers. Da wird gefräst, gebohrt, geschliffen. Die Metalle, die bearbeitet werden, sind Aluminium, Kupfer, Stahl und Messing. Diese Gabel aus Aluminium wird einmal den Kessel aus Kupfer, also den Paukenkorpus, stützen. Höchste Präzision ist bei dieser Arbeit unerlässlich. Diese Pedalflügel aus Messing werden später am Pedal der Pauke ihren Platz haben. Beinahe alle Arbeitsgänge werden hier im Betrieb erledigt. Nur das Gießen und das Lackieren geschehen außerhalb. Auf diese Weise entstehen 20 Pauken im Jahr. Auch Reparaturen werden hier ausgeführt. Wie das wichtigste Teil, der Paukenkessel, gearbeitet wird, das soll, wie bei anderen Herstellern auch, ein Geheimnis bleiben. Ebenso geheimnisvoll gibt man sich hier bei dem Aufziehen des Fells. Eine der wenigen Arbeiten, die nichts mit Metall zu tun haben.
Als Fell wird fast ausschließlich das von Kälbern verwendet. Die Naturfelle klingen schöner als die Plastikfelle, sind allerdings abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. In diesem Dreimannbetrieb liegt die Bauzeit für eine Pauke zwischen 3 und 6 Monaten. Hier wird nur auf Anfrage gefertigt. Die Kunden sind Opernhäuser und große Orchester, aber auch Privatpersonen aus dem In- und Ausland. Zahlen müssen sie hier für einen Zweiersatz Pauken rund 25.000 Mark. 50.000 Mark für einen Fünfersatz. Die komfortable Verpackung, das Reisegepäck der Pauke, kostet extra. Es wird ebenfalls in diesem Betrieb hergestellt. Und so klingen gut gebaute Pauken. Die Berliner Philharmoniker mit ihrem Solopauker Oswald Vogler unter der Leitung des Dirigenten Claudio Abbado mit der 2. Sinfonie von Johannes Brahms. Möglich ist, demonstriert Oswald Vogler mit einer Folge von improvisierten Schlagvariationen. Machen wir die Fehde Tschaikowski, die 2. Stelle, F, C und A. Fangen wir direkt hier bei den kurzen Wirbeln an. 1, 2, 3. Professor Vogler gibt auch Unterricht, unter anderem an der Berliner Hochschule der Künste. Hier probt er zusammen mit Jens Kappert, der seinerseits schon Mitglied eines Orchesters ist. Erste Figur, etwas mehr heraus. Ja? Bam, bam, tadam. Gut, fangen wir direkt hier an, den Takt. 1, 2, 3. Spiegel kontrolliert der Student vor allem die Haltung der Schläge.
Die Schlägel sind das Handwerkszeug des Paukers. Davon hat er stets einige Paare. Sie können und sollen je nach Komposition unterschiedlich klingen. Jens Kappert baut sich die Schlägel selbst.